Machen wir es so, dass ich jetzt einfach anfange, da ich schon am Reden bin, und Ihnen kurz von meiner Zeit in der DDR berichte und einige Aspekte, die wahrscheinlich die anderen Teilnehmer nicht so abdecken können, vor allem das Jüdische, meine Erfahrungen als Kind jüdischer Herkunft, mehr kann ich nicht sagen. Ich kann nicht mal sagen, dass ich als Jude in der DDR aufgewachsen bin, denn ich habe keinen jüdischen Hintergrund in der Familie gefunden. Meine Familie war kommunistisch. Es war nicht ganz so extrem, wie wir vorhin von Gabriel Berger gehört haben, dass uns verboten wurde, darüber zu sprechen. Aber es war ein Thema, das in der Familiengeschichte sozusagen beendet war mit dem KZ-Aufenthalt meiner Großmutter. Meine Großmutter ist in Chemnitz 1943 als Jüdin überdies noch verhaftet worden, weil sie Reden gegen Hitler gehalten hat. Das hat ihr vermutlich das Leben gerettet, denn sie ist dann nicht ins KZ sofort abgeholt worden, sondern erst in Untersuchungshaft gekommen und hat in der Untersuchungshaft dann die Zeit der Deportationswellen verbracht. Sie ist dann erst 1944 im Herbst nach Theresienstadt gekommen und hat dort überlebt. Das war sozusagen für mich der einzige Anhaltspunkt, dass wir jüdisch waren. Und es war auch das Einzige, was ich über Judentum wusste, dass man verfolgt wird und einen gelben Stern tragen muss. Es gab in dem Sinne keine positive Erfüllung des Wortes Jude in der DDR. Es war unmöglich für ein Kind, das dort geboren wurde, etwas über Judentum zu lernen. Es gab nur sehr schwer vielleicht einige althistorische Bücher in den Bibliotheken. Damit habe ich auch begonnen, überhaupt über dieses Volk nachzuforschen. Es gab auch in den jüdischen Gemeinden keine jüdische Literatur. Ich glaube nicht, dass es in der DDR irgendwo in den Jahren bis Mitte der 80er Jahre eine Talmud-Ausgabe oder so etwas gegeben hat, hebräische Bibeln. So etwas war nicht zugänglich. Von daher hat es mich sehr viele Jahre, im Grunde mein halbes Leben gekostet, bis ich überhaupt zum Judentum vorgedrungen bin, bis ich es studieren konnte, bis ich mich damit beschäftigen konnte. Ich bin der Sohn eines in der DDR sehr berühmten Schriftstellers, Dieter Noll, der zudem auch noch hoher Funktionär war. Er war Mitglied der SED-Bezirksleitung und anderes. Außerdem bin ich der Schwiegersohn eines ebenfalls hohen Funktionärs aus DDR-Zeiten. Mein Schwiegervater war Sekretär in der Akademie der Künste in Ostberlin für bildende Kunst. Diese prominente Verwandtschaft hat uns in gewisser Weise beschützt. Wir waren mit diesem Staat sehr früh, hatten wir mit diesem Staat Probleme. Meine Probleme begannen im Grunde mit dem Sechstagekrieg. Damals war ich, glaube ich, 12 oder 13 Jahre alt und ich konnte einfach die DDR-Propaganda, die damals über Israel verbreitet wurde, nicht verstehen und auch nicht annehmen. Sonst war ich staatstreu erzogen, aber an dieser Stelle begann sozusagen der Riss, das war die Abkehr von diesem System begann. Hier, es dauerte dann viele Jahre. 1980 habe ich den Wehrdienst in der DDR-Armee verweigert, weil ich mir nicht vorstellen konnte, eine Uniform anzuziehen. Diejenigen von Ihnen, die aus der DDR kommen, wissen, dass die DDR-Volksarmee vom Schnitt dieselbe Uniform trug wie die Nazi-Wehrmacht. Man hatte das absichtlich auch so übernommen, nur die Farbe war geändert worden. Und ich hatte gegen diese Uniform immer eine starke Aversion. Man kannte sie von Fotos, von Judenerschießungen und so weiter. Ich wollte nicht Soldat dieser Armee werden. Auf Wehrdienstverweigerung stand in der DDR Gefängnisstrafe, 4 Jahre in der Regel. Die wenigen, die das gemacht haben, sind dann auch ins Gefängnis gekommen. Ich hatte das Glück, dass durch die prominente Verwandtschaft, die ich Ihnen andeutete, das bei mir umgewandelt wurde in Einweisung in psychiatrische Kliniken. Also ich wurde sozusagen für geistesgestört erklärt oder für schwer verhaltensgestört, dass ich den Ehrendienst in der Nationalen Volksarmee nicht antreten will. Ich habe meinerseits auch noch nachgeholfen durch einen Hungerstreik und eine
Art neurotische Essverweigerung oder so etwas simuliert, sodass ich dann mit etwa 8 Monaten Aufenthalt in psychiatrischen Kliniken in der DDR noch relativ gut davongekommen bin. Aber danach war natürlich für uns jede Karriere oder auch nur normale Sozialisierung in diesem Staat nicht mehr möglich. Ja, wir wurden von da an auch von der Staatssicherheit überwacht und galten eben als sehr unzuverlässige Leute. Ich hatte dann an der Hochschule, also an der Weißen See, zu Ende studiert. Es war dann aber sehr schwer möglich, noch Arbeit zu bekommen. Wir sind also 1983 nach West-Berlin gegangen. Im Westen habe ich dann sehr stark mit Menschenrechtsorganisationen zusammengearbeitet, die sich für das Schicksal der Menschen in Osteuropa und in der DDR und in der Sowjetunion interessiert haben, vor allem mit der Gesellschaft Kontinent und mit der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Es gab ja einige aus der DDR stammende Leute, die dort sehr aktiv waren. Ich habe begonnen zu schreiben, in der Bundesrepublik sehr viel publiziert. 1989, um diese Geschichte noch zu erzählen, weil Frau Lengsfeld die Namen erwähnt hat, ich hatte natürlich Einreiseverbot in die DDR, weil ich für Zeitungen schrieb, die dort als feindliche Medien galten, also zum Beispiel für die Tageszeitung Die Welt habe ich sehr viel geschrieben. 1989 kam Gabriel Berger, von dem wir vorhin gehört haben, zu mir in mein Büro an der Freien Universität und forderte mich auf, mit ihm nach Ost-Berlin zu fahren. Das war im Frühjahr 1989. Und da habe ich zu ihm gesagt, also Gabriel, du weißt genauso gut wie ich, dass wir da beide nicht reinkommen. Wir hatten natürlich beide Einreiseverbot. Wir durften nicht mal Transit fahren. Also man konnte all die Jahre immer nur fliegen. Er hat mir dann aber erklärt, dass um diese Zeit Honecker versuchte, das haben wir ja vorhin auch schon gehört und sehr viel gründlicher, als ich es jetzt sagen kann, Zugang zum Weißen Haus zu finden wegen der desperaten Wirtschaftslage und von daher zum ersten Mal eine israelische Delegation nach Ost-Berlin eingeladen war an diesem Tag, ich glaube von der Histadrut. Das war am Yom HaShoah. Wir sind dann tatsächlich nach Ost-Berlin gefahren. Wir sind zum Grenzübergang Heinrich-Heine-Straße und zu meiner bis heute bestehenden Überraschung wurden wir nach langer gründlicher Passkontrolle dann in die DDR eingelassen. Dort haben wir in der jüdischen Gemeinde in Ost-Berlin, einem sehr dürftigen Gebäude heruntergekommen. Man sah, dass also der Staat das alles vernachlässigt hatte. Das war sehr arm. Wir haben ja gehört, wie schlecht die jüdischen Gemeinden der DDR existiert haben. Es war eine Art Schattendasein all die Jahre. Dort haben wir an dem Abend schon eine sehr aufgeräumte und Aufbruchsstimmung vorgefunden von jungen Leuten, die erklärt haben, dass sie mit diesem Staat gebrochen haben und nicht mehr wollen. Unter anderem war auch eine Frau dabei, von der wir heute auch schon gehört haben, Salomea Genin, die mich dann in ihre Wohnung mitnahm in der Sophienstraße, wo sie ein Manuskript hatte, das sie in den Westen bringen wollte, ein Manuskript über ihre Abkehr von der Partei. Sie war sozusagen die erste Jüdin in der DDR, die offiziell schriftlich in dieser Zeit mit der Partei brach. Und ich habe dieses Manuskript dann mit nach West-Berlin genommen. Ich habe es geschmuggelt. Das war natürlich relativ gefährlich, sowas mitzunehmen. Wir haben ja vorhin von Schmuggel gehört. Als ich in den Westen ging, wurden auch meine Manuskripte nach West-Berlin geschmuggelt aus dem Osten. Das war so der Weg, den die Dinge gingen, nicht? Und man hatte Wege, Möglichkeiten, Diplomaten meistens. In diesem Fall habe ich dann für Salomea das Manuskript mit in den Westen genommen. Das erschien dann in der Frankfurter Rundschau, erinnere ich mich, unter dem etwas reißerischen Titel »Jüdin hält es in der SED nicht mehr aus«. Das waren also für uns deutliche Zeichen, dass es zu Ende geht. Ja, auch diese Stimmung, die wir da in der jüdischen Gemeinde vorfanden, nach vielen Jahren der Abwesenheit, wir durften ja nicht in das Land und hatten nur sehr wenige Kontakte. Um 1990 herum hatte ich dann Probleme in der Bundesrepublik, 91 besonders beim ersten Golfkrieg, mit einer Israelfeindlichkeit, die mich teilweise antisemitisch dünkte.
Ich habe an der Freien Universität unter eher linken Kollegen gearbeitet, die alle, ich muss sagen, vehement anti-israelisch waren. Wer sich noch erinnert, 1991 gab es riesige Demonstrationen in der neu vereinigten Bundesrepublik gegen den Golfkrieg und natürlich dann auch gegen Israel. Und das hat dann so bei uns eine Art Misstrauen gegen diese Wiedervereinigung und die Entwicklung ausgelöst, die uns bewegt hat, Deutschland erstmal zeitweise zu verlassen. Wir sind 1991 dann nach Rom gegangen und haben dort einige Jahre gelebt bis 1995. Und in Rom haben wir festgestellt, dass uns ein Rückweg irgendwie undenkbar scheint, eher noch ein Schritt weiter. Inzwischen hatten auch meine Kinder begonnen, sich für ihr Judentum zu interessieren. Mein Sohn begann dann in Berlin an der jüdischen Volkshochschule Hebräisch zu lernen, glaube ich mit 17. Er flog dann 1993 das erste Mal nach Tel Aviv und konfrontierte uns mit der Mitteilung, dass er es eigentlich sinnvoller findet, er studiert gleich hier weiter und er geht erst gar nicht wieder nach Berlin zurück. Da wir nun ohnehin mit dem Deutschland, wie wir damals fürchteten, dass es werden könnte und zum Glück nicht geworden ist, Probleme hatten, waren wir sehr geneigt, so einer Anregung zu folgen. Wir sind dann also 1995 von Rom aus nicht zurück nach Berlin, sondern nach Tel Aviv geflogen und immer noch hier. Inzwischen ist meine ganze Familie, also auch unsere Tochter hier in Israel, wir haben 5 im Lande geborene Enkelkinder. Also ich würde sagen, dass die Aliyah nun inzwischen perfekt ist und auch nicht mehr in Frage steht. Aber durch meine Arbeit und meine Beschäftigung mit der deutschen Sprache bleibe ich Deutschland sehr stark verbunden. Das Verhältnis hat sich auch wieder sehr verbessert. Deutschland hat sich gerade in den letzten Jahren unter der neuen Regierung doch als Freund Israels erwiesen, muss ich sagen. Das Verhältnis ist schwankend, wir wissen das alle. Es gab auch Zeiten, wo es nicht so gut war. Aber im Augenblick ist es ein sehr gutes Verhältnis und ich denke, dass es Sinn macht, als Israeli, der aus Deutschland kommt, als jemand, der beide Länder kennt, der auch beide Länder irgendwo seine Heimat nennen kann. Das eine, weil er dort geboren ist und die Sprache spricht, das andere, weil er freiwillig dorthin gegangen ist. Es macht Sinn für mich heute, wenn ich mich verstehe, in der Rolle eines Vermittlers zwischen diesen beiden Ländern. Und das hat eben zunehmend auch meine berufliche Arbeit in Anspruch genommen, sodass ich wieder sehr viel, viel mehr, als ich für möglich gehalten hätte, in Deutschland publiziere, Bücher veröffentliche, zu Vortragsreisen dort bin und so weiter. Ich denke, das ist eher mit steigender Tendenz. Also nach vielen Jahren Entfremdung und schwierigem Verhältnis, dann doch eine Art Rückkehr nach Deutschland, wenn auch nur besuchsweise, aber regelmäßig und gern, zunehmend gern, muss ich sagen. Ich finde, dass sich Deutschland in den letzten 20 Jahren insgesamt in einer Weise entwickelt hat, die sehr hoffnungsvoll ist. Besonders Berlin, das ist ja nun die Stadt, die mich am meisten interessiert, weil ich dort geboren wurde. Ich bin gern dort und kann mich also als einen optimistischen Fall, als einen erfreulichen Fall von deutsch-israelischen Beziehungen selbst verstehen. Ich gebe jetzt mal weiter an meinen Nachbarn zur Rechten. Auch Sie haben mir vorhin gesagt, dass Sie nach Ihrem Aufenthalt in den 60er Jahren heute wieder ganz gern nach Deutschland fahren. Ich bin Abed Abdi, ich bin in Haifa geboren, vor der Gründung Israel. Und ich bin die zweite arabische Student, der in die damalige Deutsche Demokratische Republik DDR ernannt. Ich bin nach Dresden gefahren, nach zufälligen Fall, wo ich als Maler sein wollte oder wollte gern beruflich als Maler sein und habe ich in einem Schaufenster ein Buch über Käthe Kollwitz gesehen und in der Bücherei habe ich das Buch geguckt und geblättert
und hat unheimlich mir gut gefallen, ihre Werke. Und dann hatte ich Beziehungen auch zu Leuten, die damals mit Lea Grundig, ehemalige Antifaschisten, die wurde von Deutschland abgehauen nach Palästina und in 1948 sie ist zurück zu ihrer Heimat gebunden mit ihrem Ehrenmann Hans Grundig. Und so ist dann die Zufall gekommen, dass ich im Jahre Ende 1964 nach Dresden gefahren und begann erst in die Deutsche Institut in Leipzig und dann später bei Lea Grundig in die Hochschule für Bildende Künste. Erst möchte ich erst von Goethe Verzeihung kriege, wenn ich meine deutsche Sprache nach so vielen Jahren nicht rede. Aber ich glaube, die Inhalt ist in Ordnung, Grammatik ist schlecht, aber das können wir verstehen. Jetzt, meine Begegnung in DDR war für mich sehr interessant eigentlich. Teils, ich bin klar von einem Hintergrund, vom politischen Hintergrund hingefahren. Und DDR damals für mich war ein anti-nazis, antifaschistisches Regime, welches die Weiterführung, Weiterkampf gegen den Kalten Krieg, welche in Westdeutschland entstanden, nach dem Marshallplan. Und meine Landung in Dresden war für mich sehr interessant. Erstens, eine Stadt, wo sie in dem Zweiten Weltkrieg, im 13. Februar 1944, wurde von den Engländern stark bombardiert. Diese Bombardierung erinnert mich jetzt an solche Motiven, was auch hier bei uns passiert. Und so habe ich diese Stadt erlebt eigentlich, mit dem Kummer, mit den Gebäuden, mit den verbrannten Gebäuden und Museen und vor allem der Zwinger, welche in dem Jahr 1948 nach der Gründung der DDR wurde dieser schöne Bau, dieser Barockbau wieder erneuert. In Dresden hatte ich Kontakt mit dem Antifaschisten wie Lea Grundig. Und Lea Grundig war Kommunistin und die war auch in dem Zentral der Komitee der SED in Ostdeutschland, sowie anderen jüdischen Genossen, die auch im Zentralkomitee und Politbüro gewesen waren. So dass ich teilsweise die Kontakte mit Lea Grundig und die anderen Teile auch mit Antifaschisten, die waren auch Lehrer an der Kunsthochschule. Mein Lehrer, einer von denen, war unter Leitung von Otto Dix und anderen deutschen Malern, die von der Nazizeit wurde als entartete Kunst bezeichnet und viele von ihnen, manche, die nach Amerika geflogen und manche ist in westliche Länder und die kleine Teil, die jüngliche Teil von dieser Gruppe ist in Dresden gewesen und einer von denen war von Otto Dix Student war auch der Lehrer in der grafischen Abteilung. Meine Beziehung zu Lea Grundig, meine Beziehung zu dem Antifaschisten, darunter auch Gruppe von sogenannten FDN, die Gruppe von Jüdischen, die unter die Nazis verfolgt. Die DDR-Regime hat diese Leute auch unterstützt, mehr als die anderen, die vielleicht nicht unter die Nazizeit gelitten hat. Klar, also ich bin in einer Zeit, wo die Kalte Krieg war in Höhenrhythmus. Die Konrad Adenauer als Kanzler Westdeutschland und teils auch die Kalte Krieg gegen die DDR damals, die ich trotz
trotz auch die Kontrolle und die Kritik über die Regime, glaube ich, dass nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde eine Gruppe von Antifaschisten versucht zu haben, ein Regime zu bauen, die auf humanische Ordnung gewollt worden waren. In diesem Milieu und diesem Stadium bin ich dort in diese sogenannten Ostdeutschland erwachsen eigentlich. 7 Jahre habe ich gelernt und meine Beziehungen zu Deutschland heute, sowie Westdeutschland und auch Ostdeutschland, so mit der Zeit wird mehr vertieft. Ich hatte jetzt im September eine Ausstellung gemacht in Ostdeutschland, nicht weit von Berlin, in Eberswalde eine Ausstellung gemacht, und ich werde im Mai wieder eine Ausstellung dort eröffnen. So auch die Beziehungen zu dem westlichen Teil in Freiburg und anderen Plätzen. Ich war in Berlin auch jetzt im September und habe auch geguckt, die Erneuerung, was man dort gemacht hat. Ich bin ja jetzt in einer Form, wo ich ja klar nicht über die Politisierung teilzunehmen, aber mindestens, ich möchte sagen, dass ich hatte ja die Mauer gesehen und ich habe auch erlebt, auch die Einwohner von West-Berlin. Es war schrecklich. Es war eine Mauer, wo auch zwei Teile von dem deutschen Volk einfach ertrennt. Diese Mauer heißt auch in deutscher Sprache auch Zank. Das heißt, ich als Palästinenser, als Araber, der in Haifa lebt, gibt auch andere Mauer, was wir hier sehen. Diese Mauer bei Bethlehem und anderen Gebieten ist ungefähr 10 Meter hoch. Wobei, ich bin ja nicht einverstanden gewesen, dass diese Zone, welche 2,80 Meter hoch gewesen, und jetzt bei Checkpoint Charlie habe ich genau geguckt, diese Mauer, wie hoch im Vergleich zu anderen Mauern, die hier in okkupierten Gebieten standen, auch verteilt und auch spaltet Familien, die eigentlich so eine Stadt, was ihnen eigentlich nicht passt, diese Mauer hier zu bauen, im Vergleich mit Mauer, wo ich absolut dagegen war. Ich hatte viel zu reden, aber ich glaube, es ist Vergnügen mir mit dem Wörter und ich danke Ihnen. Lassen Sie mich doch ein Wort zur Mauer sagen, wenn wir schon dabei sind. Es ist natürlich schon der erste Unterschied zwischen diesen Mauern, der ins Auge springt. Sie dürfen das hier offen sagen, dass Ihnen diese Mauer nicht passt. Wir konnten das nicht. Also wir sind auch im Schatten einer Mauer groß geworden. Sie war vielleicht nicht so hoch wie die, von der Sie sprechen. Und sie diente übrigens auch anderen Zwecken, auch das muss man sagen. Aber es war völlig unmöglich, da auch nur die geringste Kritik dran zu üben. Ja, das ist ein genereller Unterschied. Ich gebe weiter an Botschafter Kindermann, der nur relativ kurz in der DDR war, aber in einer Zeit, als sie schon nicht mehr die richtige DDR gewesen ist, als sie sich vorbereitete, darauf zum Westen zu gehören. Ich denke überhaupt, dass wir versuchen sollten, hier in der kurzen Zeit, die wir haben, ein paar Worte zu sagen über die Zeit danach. Die DDR wurde nun heute in allen Aspekten ausführlich besprochen, aber was, glaube ich, auch interessant ist, ist die Frage, was ist denn nun eigentlich aus der DDR hervorgegangen? Einmal persönlich, für jeden von uns. Also ich bin so kühn zu sagen, dass in der DDR auch im Widerstand gegen diesen Staat menschliche Eigenschaften entstanden sind, die sehr, sehr gut sind, die wir eben finden bei Leuten wie Carsten Dümmel oder anderen, die in der DDR im Widerstand waren.
und die sie dann auch mitbrachten in diesen neuen Staat. Also da ist auch vieles aus der DDR, wenngleich nicht in der Absicht der Herrschenden dort, aber aus dieser sehr extremen und schwierigen menschlichen Situation, in der man war, ist dann in dieses Vereinigte Deutschland hinübergegangen. Darüber sollte man vielleicht öfter nachdenken. Wir hatten heute solche akademischen Ansätze. Was ist eigentlich aus der DDR gekommen? Ich denke, auch menschlich Gutes, sehr viel menschlich Gutes aus den Oppositionskreisen zum Beispiel. In diesem Staat wurde man unter Umständen zu einem sehr mutigen Menschen. Mutiger als die meisten Leute im Westen, ganz offen gesagt. Wo es sehr viel leichter war, wo man sehr viel angepasster lebte, sehr viel weniger Probleme hatte. Man musste nicht auf die Safari gehen oder so etwas in der DDR, um mutig zu werden. Das hat sich aus unserem alltäglichen Leben dort ergeben. Herr Kindermann, nun in einer Zeit, wo sich die DDR bereits als solche aufgelöst hatte, nur noch dem Namen nach so hieß, auch noch als Institution bestand, aber sich doch vorbereitete auf etwas Neues. Ja, zum Zeitpunkt des Mauerfalls lebte ich im Rheinland, in Bonn, wo die Bundesregierung saß und war Referent des Justizministers. Und da in der DDR es ja praktisch keine juristischen Eliten gab, die nicht sehr SED-nah waren oder die nicht totale SED waren. Die Bürgerrechtler lebten nicht in Berlin, sie studierten andere Dinge, sie waren Pfarrer, sie waren Naturwissenschaftler, sie waren aus diesen zentralen Begriffen wie der Staatslehre und der Verwaltungswissenschaft herausgehalten. Kam dann ein Teil der Regierung, der sehr auf die Idee, man könnte doch im Westen mal fragen, ob man nicht einen Berater schicken könnte. Der Justizminister, der Deutsche, schickte mich dann kurz vor der Wirtschafts- und Währungsunion nach Ost-Berlin. Und ich fand mich dann in einem Büro in der Clara-Zetkin-Straße als Büroleiter des letzten Justizministers der DDR wieder, wohnte dann neben dem Johannishof, neben dem Friedrichstadtpalast im Johannishof und verbrachte dann dort die Zeit bis zur deutschen Einheit und nahm, so war die deutsche Geschichte damals, Teil der Verhandlungsdelegation der Deutschen Demokratischen Republik für den Einigungsvertrag. Ich habe in dieser Zeit Ost-Berlin nicht verlassen. Ich bin vor allen Dingen nicht nach West-Berlin gefahren. Ich bin wohl nach Ost-Berlin, also bin wohl in Ost-Berlin, bin nach Rügen gefahren, bin nach Dresden gefahren, aber ich bin nicht in den Westen gefahren. Ich kannte die DDR vorher überhaupt nicht. Und ich fand mich in einem Land wieder, das ich grenzenlos fremd fand. Grenzenlos fremd. Also England, Frankreich, Italien, das kannte man, dem fühlte man sich nahe. Aber alles, was es in der DDR gab, das war mir alles fremd. Und gleichzeitig fand ich es grenzenlos deutsch. Also ich fand es so deutsch, so wie, als ob aus einer fernen Zeit, als ob die Literatur, die Herkunft, aus der man kommt, praktisch lebendig erfahrbar ist. Ich habe hier in Haifa eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ich war hier in einem Altenheim und es war die Herren, man kann nicht sagen, die Männer, die Herren trugen Krawatte, es gab Kirschkuchen mit Sahne. Und ich dachte nur, jetzt benimm dich aber, setz dich gerade hin, krümel nicht. Also die ganze Erziehung kam wieder und ich dachte, es ist ja unglaublich deutsch hier. So deutsch, wie es nirgendwo in der Bundesrepublik noch mehr ist. Man kann viele berührende Erfahrungen in Israel machen, in der DDR konnte man auch viele berührende Erfahrungen machen. Und dieser Wechsel, das hat mich geradezu verstört. Und eine der Sachen zum Beispiel, ich war bei einem Konzert im Schauspielhaus, alle waren ordentlich angezogen, keiner trug einen Pullover, keiner warf Schnipsel auf den Boden, jeder hörte der Musik zu, als der Dirigent den Taktstopp hob, war Schluss mit dem Reden, man balgte sich nicht am Buffet. Also es war, ich dachte, sowas hatte ich überhaupt noch nie erlebt. Aber es gab auch schlimme Sachen, das will ich jetzt hier nicht ausbreiten. Die Akten, die ich dort im Justizministerium gesehen habe, haben alles an Schock übertroffen, an Entsetzen übertroffen, was ich für möglich gehalten habe. Aber was man dann erlebt hat, und das fand ich sehr interessant, zum Beispiel wenn es um die Kunst und um die Literatur ging, das ist in der alten Bundesrepublik manchmal so etwas Lifestyle-mäßiges gewesen.
Na, da ging man zu einer Party und das war alles so ein bisschen schick und alles so. Und ich hatte den Eindruck, dass in der DDR das für das Leben der Menschen eine ganz andere Rolle spielt. Dass es eine ganz andere Bedeutung spielt. Da war eine ganz andere Ernsthaftigkeit dabei. Also die Intellektuellen, die Literaten hatten eine ganz andere Bedeutung. Die war nicht das Dekor der Gesellschaft, was es trotz allem wirklich brillanten Kunstbetrieb und Kulturbetrieb in der alten Bundesrepublik, wie ich fand, war, sondern in der DDR war das wirklich das Wesentliche. Wie ich überhaupt das Gefühl hatte, dass sehr viele Dinge wesentlicher waren in der DDR, einfach wesentlicher waren, intensiver waren. Auch die Unterhaltung, man traf dann, man führte Gespräche, das war irgendwie intensiver. Und ich kann mich noch mal genau erinnern, ich bin dann mal nach Buko gefahren, um also Brecht ein bisschen nachzuspüren. Es war ein sehr unschöner Tag. Da war ich in dem Museum und da hatte ich immer so den Eindruck, ich war mit Brecht aufgewachsen, aber ich dachte, die Leute in der DDR sind an Brecht wie an der Literatur, an den Gedichten viel, viel näher dran. Deswegen konnte ich auch dann verstehen, warum die DDR die Intellektuellen so verfolgt hat. Und dieser Widerspruch zwischen dem so sehr Deutschen und dieser absoluten Fremdheit, der hat sich dann auch im Grunde nicht aufgelöst. Und meine Erinnerungen sind heute sehr gemischt. Ich bin eigentlich mit einem relativ positiven Grundgefühl in die DDR gefahren, weil die DDR für mich das antifaschistische Deutschland war. Wir hatten in Deutschland die 68er-Generation sehr darunter gelitten, als wir kennen mussten, dass die Bundesrepublik Deutschland doch in den Gründerjahren stark von ehemaligen Faschisten durchsetzt war. Und wir als Studenten haben Lehrer an der Universität erlebt, die Kriegsgerichtsräte waren und die mit dem Faschismus verbunden waren, was für uns ein Schock war. Und da habe ich dann immer doch gedacht, das ist irgendwo doch auch etwas Antifaschistisches. Das war für mich so. Aber wie es dann geworden ist, das hat mich dann auch wieder schockiert. Aber man wird, und das ist meine Schlusserkenntnis, man wird sehr, sehr vorsichtig. Weil erstmal fragt man sich, wenn man so staatsnah wie ich bin, sehen Sie ja die ganze Zeit, immer staatsnah, immer Minister, Ministerbüros, Botschaften, was weiß denn ich alles, dann fragt man sich natürlich, ob man denn nicht in der DDR auch irgendwie dasselbe gemacht hätte. Ob man dann eben nicht in der Normannenstraße gesessen hätte, gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür. Also man wird dann zurückhaltender, was einen selber angeht. Und man erlebt auch auf der anderen Seite, was Widerstand bedeuten kann, wie schwierig es ist, das zu organisieren, was das für einen Mut verlangt, was es einen Mut verlangt, denn das hat mich von allen Akten merkwürdigerweise am meisten schockiert. Das erscheint Ihnen jetzt nicht, das ist doch wohl gar nichts. Ich sah eine Scheidungsakte von einem hohen SED-Funktionär, der seine Frau loswerden wollte. Und das Scheidungsurteil für die Frau war krass ungerecht. Es war ein klarer Bruch des ganzen Scheidungsrechts. Und der Grund war relativ einfach. Der SED-Sekretär kriegte bei dem Gericht ein anderes Scheidungsrecht. Er musste wenig unterzahlen. Das Recht wurde einfach gebrochen. Und da habe ich mir dann doch gedacht, das ist sozusagen der Alltag der Diktatur. Was aber für die Menschen ganz entsetzlich ist, weil es in die letzten Phasen hineinreicht der Existenz, nämlich etwa in das Umgangsrecht mit den Kindern und dergleichen. Also Sie sehen, es ist ein sehr gemischtes Bild. Und ich hatte danach den Eindruck, dass es eine Menge gab, die man eigentlich hätte erhalten müssen. Ich glaube, auch im Einigungsvertrag waren Dinge drin, die dann verschwunden sind später. Es war ohnehin schon nicht so viel drin von der alten DDR, also jetzt von den Bürgerrechtlern, es waren ja keine kommunistischen Inhalte drin. Aber irgendwie fand ich dann doch, dass man, ja, wie soll man sagen, dass wir eine gewisse Chance damit vertan haben, das Potenzial, was in diesem Staat erwachsen ist, nicht das kommunistische, nicht das sozialistische Potenzial, irgendwie zu nutzen und in der Bundesrepublik für uns alle fruchtbar zu machen. Für mich war es jedenfalls
als ich dann Ost-Berlin verlassen habe, neben der Erfahrung in Israel, und ich habe in meinem beruflichen Leben eine Menge interessanter Dinge gesehen, war es jedenfalls die zentralen Erfahrungen. Und weil es dann so wichtig für mich war, war das Auswärtige Amt dann völlig verstört, als ich nach Saudi-Arabien unbedingt nach Bulgarien wollte, weil ich nochmal in ein Land der Transition wollte, weil ich nochmal erleben wollte, wie es denn ist, wenn ein kommunistischer Staat dann EU-Mitglied wird. Und genauso wie mit der DDR hat sich auch Bulgarien, was in der Hierarchie des Amtes nicht so wahnsinnig weit oben steht, sehr in mein Gedächtnis eingeprägt. Also Sie sehen, es ist ein Kaleidoskop von sehr unterschiedlichen Empfindungen, die aber heute sozusagen in mir permanent noch gären und arbeiten. Und obwohl es nur 8 Monate waren, hatte ich den Eindruck, es waren absolut zentrale Monate in meinem Leben. Ich möchte Ihnen erstmal das Kompliment machen, dass ich Sie nicht mir in der Normannstraße vorstellen kann. Sie sind nicht der Typ, glauben Sie mir. Also das war doch noch etwas anderes und ich denke, da waren menschliche Abgründe, die, an denen wir alle vorbeigegangen sind. Ich denke, wohlwissend, dass das den Bereich des Menschlichen verlässt. Sie hätten das auch nicht gemacht und man konnte auch Nein sagen. Man musste nicht mitmachen. Es gibt genug Geschichten von Menschen, die sich diesem System verweigert haben. Also es war nicht so eine Art Rutschbahn, wo man dann unweigerlich in eine schuldhafte Situation kam. Ich gebe jetzt an Carsten Dümmel, der vorhin schon gesprochen hat über seine Arbeit im christlichen Jugendwiderstand. Ich denke, eine relativ typische Geschichte, deswegen haben wir sie zum Schluss aufgehoben. Was ich grundsätzlich sagen will, wenn Sie Fragen haben, denke ich, sollten wir Ihnen die Gelegenheit geben, nach unseren Statements jetzt noch hinterher ein paar Fragen zu stellen. Jetzt erstmal Carsten Dümmel mit einer Geschichte seines Lebens in der DDR und seines Weggehens aus der DDR, von der ich denke, dass sie exemplarisch ist für das, was mit diesem Land nachher passiert ist. Vielen Dank, Chaim Noel. Ich will nur 2, 3 Begriffe korrigieren. Es ist die ganz normale kirchliche Jugend, die offene Jugendarbeit gewesen. Ich kenne viele Männer, Achim Bayer ist darunter zu nennen, Peter Herrmann oder Thomas Ammer, für die ich den Begriff Widerstand gern benutzen möchte. Das ist in dieser Jugendarbeit, in diesen Arbeitskreisen eine offene Jugendarbeit gewesen für Leute, die sich manches nicht verbieten wollten und so eben auch nicht das Monopol des Staates auf universelle Bildung, dass nur er die Bildung allein hat. Ich nehme die Anregung aber auf, die Sie gegeben haben, nämlich ein bisschen was nach 1990 zu erzählen und will ein paar Scherben hineinwerfen wie Mosaiksteine und Sie haben dann die Aufgabe, das Bild in Ihrem Kopf zusammenzustellen zu einer Vase. Sie sehen vor sich, egal wie Sie das nennen wollen, es gibt einen Aufsatz von Freya Kier, der nennt Menschen wie mich den dritten Deutschen. Mitte der 90er Jahre nannte man sie in den Zeitungen der Wossi, der also teilweise im Westen sozialisiert ist, aber aus dem Osten kommt. Und wenn ich dann meine Tochter ansehe, dann ist meine Tochter mit 3 Jahren ein Frossi, weil meine Tochter ist zur Hälfte Französin, meine Frau ist Französin und der Rest dann von einem Ossi, also ein Frossi. Gehe ich aber in die Geschichte nach 1990 ein, so beginnt das schon im Januar 1990. Am 4. Januar 1990 hat in Gera ist die Bezirksverwaltung der Staatssicherheit gestürmt worden. Wie viele, die nicht die DDR durchqueren durften, weder im Transitweg noch mal besuchsweise, reiste ich in der Nacht zum 24. Dezember in die DDR ein, weil bei 10 Verhandlungen zwischen Motrow und Kohl herausgekommen war, dass man in der Nacht vom 23. zum 24. Dezember als DDR-Bürger, der im Westen war und nicht
nicht einreisen durfte, dass man an dieser Nacht das erste Mal wieder die DDR betreten durfte. Das ist ein bisschen vergessen für die Berliner, das ist auch vergessen von anderen, die natürlich seit dem 9. November einfach so pendelten. Wenn sie aber aus dem Baden-Württemberg kamen und einen ganz normalen Grenzüberweg nahmen und nicht ein Flugticket sich leisteten nach Berlin, so konnten sie das erste Mal am 23. Dezember um 0 Uhr oder am 24. Dezember. Ich habe das in dieser Nacht gemacht, war dann bei dieser ersten Donnerstagsdemonstration in Gera im neuen Jahr dabei, am 4. Januar, und dort wurde die Bezirksverwaltung der Staatssicherheit gestürmt. Vornweg war der schon erwähnte Pfarrer Roland Geipel. Es gab eine Abordnung von 12 Leuten, die damals in diese Bezirksverwaltung hinein sind. Man hat also ausgewählt und Roland Geipel sagte damals zu mir, du gehst mit rein, du hast deinen Pass. Wenn du wieder rauskommst, kannst du davon berichten, dann weißt du Bescheid. Später kam Roland Jahn aus Jena dazu, am nächsten Morgen dann der Andreas Schmidt und der Michael Beleitis. So waren die 12 Leute plus die, die am nächsten Morgen kamen, in der Bezirksverwaltung der Staatssicherheit. Und man hat am nächsten Morgen dann die Waffenkammer übernommen und hatte die Leute nach Hause geschickt, die ganz ängstlich dort in ihren Zimmern waren, und hatte das übernommen mit dem Staatsanwalt der DDR, der dazugerufen worden war und nun seine Betschaften auf die ganzen Zimmer machte. Die 12 Leute blieben da. Man wählte ein Komitee, das jetzt zum Bürgerkomitee werden sollte. Und man meinte, dort sollte ich unbedingt dabei sein. Ich hatte aber gerade die Zusage bekommen, für ein Stipendium nach Michigan Ann Arbor an die Universität zu gehen und dort zu studieren. Und da komme ich wieder auf den dritten Deutschen zurück. Es ist der Punkt, den ich dann wenige Wochen später auch am runden Tisch wieder fand, der Punkt des Unverständnisses. Jetzt hatte jemand einen Teil seiner Sozialisation im Westen gemacht. Jetzt wollte jemand in Michigan in Eber studieren und nicht wieder, nachdem er jahrelang die Stadt Gera nicht verlassen hat, die Tristesse von Gera erleben dürfen. Und dort hineinzugehen und nun in einem Bürgerkomitee in all der Jauche einzutauchen, die die Staatssicherheit in ihren Akten hinterlassen hatte. Das wollte ich nicht. Und stieß bei vielen Freunden auf Unverständnis. Kurz darauf war ich mit Michael Beleitis am runden Tisch gewesen und auch da merkte ich, die weggegangen waren und wieder zurückgekommen oder nur teilweise zurückgegeben, die konnten nicht mitreden über das, was im Jahr 89 war. Das waren ja die Weggegangenen. Ich erinnerte mich aber sehr genau, und das ist vorhin angesprochen, die Literatur, die Kunst, wie wichtig das war. Ich erinnerte mich auch daran, wie meine Kommilitonen in Tübingen damit umgingen, als ich im Jahr 88 in die DDR kam, am ersten Tag nach dem Lager, man war ja im zentralen Aufnahmelager in Gießen, am ersten Tag ging ich in ein Antiquariat und fand dort im Antiquariat ein Buch und mir liefen die Tränen herunter, denn es war von Stefan Heim Schwarzenberg, der Roman Schwarzenberg in der DDR nie erschienen. Diesen Roman, ich weiß es nicht, von wo wir ihn aus Berlin bekamen. Roland Geipel hatte damals angerufen. Ich glaubte eigentlich, es sei von Herrn Eppelmann gekommen, weiß es aber nicht mehr. Roland Geipel sagt, es kommt jemand, der bringt uns aus Berlin den Roman Schwarzenberg. Wir haben in einer Nacht zu fünft mit 5 Schreibmaschinen den Roman abgeschrieben, weil er am nächsten Tag nach Dresden ging. Wir haben Teekannen gekocht, um wach zu bleiben. Und dann fand ich in Gießen am ersten Tag im Westen für 50 Pfennige im Ramschkasten diesen Roman Schwarzenberg. Das war für mich etwas, was ich überhaupt nicht verstehen konnte, wie dieser Roman für 50 Pfennige dort in einer Pappbox im Wühltisch lag. Ähnliches, was Sie gesagt haben, als ich dann die ersten Lyrikseminare zur DDR-Lyrik gab, Mitte der 90er Jahre, sagten mir viele Studenten, die DDR ist weiter weg als Frankreich oder England. Das ist für uns so weit weg. Und ich habe in all den Vorlesungen, in den Seminaren, die ich gegeben habe zu DDR-Literatur, niemals den Satz gehört, ich möchte mehr über DDR-Literatur hören. Alle, die sich bei mir in Literaturkurse einschrieben, sagten, ich möchte mehr über die DDR erfahren. Sie haben also das Vehikel Literatur genommen, um mehr über das Land zu erfahren. Und das war für mich sehr, sehr interessant und zeigt auf ein riesiges Defizit hin, was an den Universitäten in den 90er Jahren,
in den westdeutschen wie in den ostdeutschen Universitäten und erst recht in den Schulen war. Nun war ich einige Jahre im Ausland gewesen, Sie haben es gehört, und bin jetzt seit wenigen Monaten wieder in Deutschland. Und ich bin in einer kleinen Runde der Adenauer Stiftung in Bonn, die ein Internetpanel zusammenstellt über den Mythos DDR. Und ich fand es sehr seltsam, dass in dieser Runde 5 Rheinländer sind und alle zu mir sagten, du bist unser Ossi. Ich komme aber gerade aus Senegal. Und ich fand es sehr seltsam, auch deshalb, weil diese 5 Leute per Votum demokratisch mich überstimmen können, wenn ich nicht einverstanden bin mit dem, was in dieses Internetpanel geschrieben wird über DDR-Kindergarten. Und ich habe dann vieles nicht mitgetragen, weil ich sage, das stimmt so nicht, das können mir nicht 5 Rheinländer vorschreiben, was in dieses Panel hineingeschrieben bin. 2 Tage später bin ich im Büro in Dresden und in Dresden sagen die netten Sachbearbeitern, Herr Dümmel, kommen Sie mal her, können Sie uns die Steuererklärung ein bisschen erklären? Sie ist doch ein Wessi, Sie verstehen das doch. Also Sie merken, es wird einen ein Leben lang anhängen und ich kann nur hoffen, dass meiner Tochter der Frossi erspart bleibt, dass sie einfach Europäerin ist, die eine französische Mutter hat und einen in Ostdeutschland und in Westdeutschland sozialisierten Vater. Danke, dass Sie zugehört haben. Also ich übersetze mal ganz kurz die Frage, weil das möglicherweise die Dolmetscher nicht gehört haben. Die Frage ist, warum in Ostdeutschland so starke Unterstützung für die linke Linkspartei bzw. für die PDS heute noch da ist. Entschuldigung, für die Rechtspartei. So. Das war jetzt ein freudscher Übersetzungsfehler für die rechten Partei natürlich. Ich hatte nur den Anfang gehört und hatte dann weitergehört, wie ich das hören will, aber das war natürlich nicht. Nein, ich hatte heute Morgen in einem Gespräch mit Vera Lengsfeld Sie aufgefordert, dieses doch ruhig mit in Ihren Vortrag hineinzunehmen, weil Sie ein Beispiel davon erzählt haben. Deswegen würde ich die Frage gerne an Vera Lengsfeld weitergeben, dass Sie 2 Sätze zum Rechts... Ja, bitte, mach es. Also ich glaube, das Geheimnis dahinter ist, dass es Rechtsradikalismus schon zu DDR-Zeiten gegeben hat, als eine Reaktion auf den verlogenen Antifaschismus, der in der DDR den Kindern in den Schulen beigebracht wurde. Und eine Besonderheit dieses Rechtsradikalismus war, dass er zum Teil von der Staatssicherheit der DDR instrumentalisiert wurde gegen die Opposition. Also die Opposition der 80er Jahre hat sich unter dem Dach der evangelischen Kirche entwickelt. Die evangelische Kirche hat den geschützten Raum geboten, in dem sich die Gruppen treffen konnten. Und es ist ganz besonders im zweiten Teil der 80er Jahre mehr als einmal vorgekommen, dass der Kirchgemeinde, die eine Veranstaltung geplant hat, gesagt wurde, wir können euch aber nicht schützen, wenn ihr jetzt dieses Konzert macht oder jene Diskussion, dass es dann eventuell einen Überfall von Neonazis gibt. Wir können euch dann davor nicht schützen. Den ersten, also dass es dieses Problem überhaupt gibt, ist November 1987, ja? Oder war das im Oktober 87, in Berlin zutage getreten, wo ein Konzert in der Zionskirche stattfand. Das ist eine große Kirche im Prenzlauer Berg. Und dieses Konzert dann gestürmt wurde von jungen Neonazis mit dem Ruf Juden raus aus deutschen Kirchen. Und dann die Konzertbesucher, die Erfahrung machen mussten, dass sie von der Volkspolizei nicht geschützt wurden vor diesem neonazistischen Überfall. Es hat dann große Diskussionen gegeben, auch großes Aufsehen. Und danach sind mehrere Fakten noch über die Neonazi-Szene, die in der DDR vorher nicht so deutlich war, zutage gekommen sind. Also zum Teil ist es noch traditionell bedingt, zum Teil, und das ist ein völlig unterbelichtetes Kapitel, ist es eben diese Verquickung oder diese Instrumentalisierung der Neonazi-Szene durch die
Staatssicherheit. Und es hat ja 1989 im Dezember neonazistische Schmierereien plötzlich gegeben in Berlin am Mahnmal für die sowjetischen Soldaten und an anderen Orten. Es hat sich sehr bald herausgestellt, dass das keine wirklichen neonazistischen Schmierereien waren, sondern welche von der Staatssicherheit. Ein Phänomen noch, worauf ich hinweisen möchte, das hat Freier Klier auch besonders untersucht. Es ist tatsächlich so, dass an den Stellen, wo die PDS am stärksten ist, und das ist in der Regel in den Wohngebieten von ehemaligen Stasi-Mitarbeitern, Gefängniswärtern und so weiter, dass dort auch der Anteil an Wählern für rechtsradikale Parteien sehr hoch ist. Zum Teil also überdurchschnittlich hoch ist. Zum Beispiel Strausberg fällt mir noch ein als das Hauptquartier der Armeeführung der DDR. Also an solchen Hochburgen der, heute heißt sie Linkspartei, sind auch sehr oft die Hochburgen der Neonazis oder der NPD und so weiter zu finden. Und ich führe das auf diese frühen Verquickungen, die immer noch nicht richtig untersucht sind oder überhaupt noch nicht mal ansatzweise untersucht sind, zurück. Vielleicht. Vielen Dank. Ja. Carsten Dümmel möchte noch etwas dazu sagen. Vielleicht zwei Ergänzungen, die auch vollkommen unvollständig sind. Es gibt seit vielen Jahren eine Theorie, die ist mal herausgekommen, hieß die führerlose Generation. Die führerlose Generation. Sie wissen sicher, dass es 172.000 oder 174.000 inoffizielle Mitarbeiter der Staatssicherheit gab und dass die Schätzungen und die Untersuchungen zwischen 8.000 bis 17.000 Kinder und Jugendliche ausgemacht haben, die inoffizielle Mitarbeiter der Staatssicherheit waren. Zwischen 8.000 bis 17.000, also 10% des Gesamtbestandes, ist die höchste Zahl. Diese, wenn Sie sich eine solche Akte oder eine solche Biografie anschauen, stellen Sie fest, wie der Rhythmus gewesen ist, dass diese Kinder mit 12, 14, 16 Jahren angeworben wurden und im Vierteljahresabstand einen Kontakt zu ihrem Führungsoffizier hatte, der dann protokolliert hat, dass sie gut gekleidet sind, gut gekämmt, zu ihrem Vaterland stehen, ihre Verpflichtungserklärung weiterhin aufrechterhalten etc. Nun stellen Sie sich vor, 17.000 Kinder, die über Jahre hinweg einen solchen Führungsoffizier hatten, mit ihm Museen besucht haben, bei Manöver mit dazugenommen wurden, alle möglichen Dinge teilten. Und ab einem bestimmten Datum fällt dieser Mann aus, er kommt nicht mehr. Und da greift dann diese Theorie und sagt, es ist die führerlose Generation. Es ist eine Generation, die ihren Führer, ihre Leitfigur verloren hat. Es ist eine der Theorien. Zweite Theorie, der Feind meiner Feinde muss mein Freund sein. Der größte Feind der DDR war der Nationalsozialismus. Das Denken der DDR selbst eingeht. Also wenn man in vollkommener Opposition zu diesem Staat sein wollte, in der absoluten, dann finden Sie eine ganze Menge Leute, die so radikal waren, dass sie sich mit Heil Hitler grüßen begrüßten, sich aber selbst zu einer Form verstanden gegen die DDR. Und das ist etwas, was mich sehr nachdenklich gemacht hat in den 90er Jahren, dass man angefangen hat, diese Leute wiederzufinden, die sich dann auch in Schulungen, in verschiedenen Wehrsportgruppen getroffen haben, dass sie sich wieder formiert haben und nun diesen radikalen Opposition übertrugen über die Bundesrepublik, auf die Bundesrepublik, als der Feind meiner Feinde ist mein Freund. Ob diese Theorien stimmen, weiß ich nicht, aber es sind zumindest verschiedene Ansätze, darüber nachzudenken.